So, ihr wisst ihr, was ich euch sage? Das kommt immer ganz, ganz gut an. Egal, ob irgendeine Festlichkeit ist, ob sie Kinder haben. Und sie können so vieles damit machen. Den Käfer haben sie bestimmt schon zu Hause. Wir haben jetzt in der 8er Rosette einen Biskuit gebacken. Simone, 3 Eier-Biskuit, gell? Ja. Ja? Mit Lumara Biskuit-Fan gibt den tollsten, den besten Biskuit. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie haben nur eine Stärke und Sie müssen trotzdem Eier, Zucker, Mehl, alles dazugeben. Auf einmal aufschlagen, 8 Minuten, fertig ist Ihr Biskuit. Und dann haben wir obendrauf in jede Rundung eine halbe Pfirsich hineingelegt und dann eine Käsesahne drüber gemacht. Das ist die Sour Milk von Elco. Also ich habe es jetzt ein bisschen hoch gemacht, aber Sie dürfen es ein bisschen niedriger machen. Und jetzt nehme ich meinen Käfer. In der Schüssel drin habe ich heißes Wasser. Ich habe schon ausgelöst und jetzt könnt ihr aus der 8er Rosette 8 Teile ausstechen. Also ausstechen, schaut, das ist gut hoch jetzt. Aber das kriegen wir schon hin. Ich nehme jetzt meine Palette. Das machen wir ein kleines bisschen weg und jetzt mache ich das raus. Drückt den Käfer jetzt ein bisschen auseinander und schon fällt er raus. Immer ins heiße Wasser. Also ohne heißes Wasser funktioniert das Ausstechen nicht. Und jetzt verzieren wir die. Also wir stechen jetzt alle aus. Wir haben ja schon 5, 3 Stück werden noch ausgestochen. Und in der Mitte bleibt dann eine Kleinigkeit übrig. Die können wir dann rund ausstechen und dann verzieren wir es. So Simone, was machst du denn jetzt? Ich bestreue jetzt das Ganze mit Dekorpuder und Kakao zusammengemischt. Genau, weil die Simone macht jetzt aus einem Käfer, die ist ein Allrounder, macht die jetzt einen Kaminkehrer. Genau. Das muss man erst mal nachkriegen, Simone. Und so zeige mir jetzt noch ganz, ganz viele schöne Ideen. Ja, was nimmst du jetzt? Dann nehme ich einen Schoko-Kuvertüre. Kuvertüre-Chips und lege sie drauf als Hut. Und dann machen wir 2 Augen. Alles von Elco und Lumara. Mit unserem Fondue. Genau. Das ist der Schoko-Fondue. Jetzt musst du deinen Hut noch einzäumen, gell, damit er einen richtig tollen Hut hat. Ja. Genau, dann machen wir da noch rechts und links davon, dass er wirklich aussieht wie ein Hut. Mit deinem kleinen Mini-Spritzbeutel. Ohne dem geht ja gar nichts, gell? Ganz mit genau. Und dann spritzen wir dem noch Hände oder Arme. Das geht schon, Simone. Üb Druck aus. Genau. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man auf Kakao oder auf den Dekorzucker spritzen muss, weil da muss man ein bisschen Sorge haben, dass hängen bleibt. Aber ihr schafft es das schon alle, gell? Okay. Schaffen wir da noch eine Leiter hin, eine kleine? Ja, freilich. Dann spritzen man wir könnte die Leiter jetzt auch vorspritzen, fest werden lassen und drauflegen, das geht auch. Macht es einfach so, wie es ihr euch am leichtesten tut. Simone, die kann das einfach. Simone schaut wirklich aus wie eine Leiter. Ich bin begeistert. Ein paar Knöpfe braucht er auch noch. Ein paar Knöpfe und dann ist er schon fertig, unser Kaminkehrer. Und eure Kinder werden sich freuen, wenn ihr solche schöne Einzelteile macht. Ich bin begeistert. Also wir haben ja 8 Stück und wir versuchen jetzt 8 verschiedene Teile zu machen. So. Eine noch und fertig. Und fertig. Ja, so. Super, ganz toll gemacht. So, und jetzt gehen wir zum nächsten, den haben wir schon vorbereitet. Damit ihr euch leicht tut, gibt es diese Schablonen. Ihr müsst nur immer aufpassen, wo ihr es hinlegt, weil man sieht sie nicht mehr hinterher. Und jetzt haben wir den schon mit dem Dekorzucker und Kakao bestreut. Jetzt legen wir das drauf. Okay, die Simone macht dann den nächsten. Wir haben einen Bär und eine Biene Meier oder eine Biene. Und jetzt geht sie einfach mit Dekorzucker drüber. Nehmt immer unseren Dekorzucker, weil der verläuft euch nicht. Wenn wir Puderzucker nehmen, der verläuft. Gell? Drüber streuen das Ganze. Und das machen wir jetzt auch umgekehrt rum. Und zwar haben wir ja noch weiße. Diese weißen müsst ihr jetzt auch mit Dekorzucker bestäuben. Wisst ihr warum? Weil sonst die Schablone an der Creme festklebt. Also immer schön drüber streuen. Und da gehen wir jetzt dann wieder mit dem Dunklen drüber. Ganz, ganz hauchdünn dann mit dem Dunklen. Gell? Und jetzt nehmen wir das runter. Schaut's, und schon haben wir unsere Biene. Und Simone, was hast du? Ich habe unseren Bär auch fertig. Die sieht doch lieb aus. So schön. Ja. Da haben alle eine Freude, wenn man sowas macht. Und jetzt nehmen wir die anderen beiden und da haben wir ja auch schon welche fertig. Schaut's her, wie toll das ausschaut. Und es macht ganz, ganz wenig Arbeit, wenn man weiß, wie es geht. Ja,
Wir haben es geschafft. Schaut mal unsere unterschiedlichen Teilchen an. Also uns gefällt die wahnsinnig gut. Und jetzt werden wir schon jemanden finden, der sich über das Ganze freut. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ihr habt es ja gesehen, das geht ganz, ganz einfach. Also Chiara, also Simone, gut gemacht. Toll gemacht. Zusammen haben wir das jetzt wunderbar geschafft. Wir hören und sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.